bei der WM-Eröffnungsfeier im Moskauer Luzhniki-Stadion sang Popstar Robbie Williams, 44, ein Medley seiner vier besten Hits, und zeigte einer Kamera seinen Stinkefinger. Was sollte das denn bitte? Robbie liefert jetzt eine ziemlich merkwürdige Erklärung. 80.000 Stadionbesucher und Millionen TV-Zuschauer in aller Welt sahen die Fidich-Szenen. Fadi etwa eine Reaktion auf die Kritik, die es im Vorfeld seines Auftritts in Moskau gab? Ihm wurde vorgeworfen, seine Seele an einen Diktator zu verkaufen. War ja so alles gar nicht geplant, erklärte Robbie Williams nun in der britischen TV-Sendung This Morning. Ich habe mir gedacht, es ist wirklich wichtig, bei so einer Veranstaltung keinen internationalen Zwischenfall zu verursachen. Und das ist mir gelungen, sagte der Sänger erst suffisant. Dann wurde er ein bisschen ernster und erklärte, ich stand unter großem Druck, weil ich nur noch eine Minute hatte. Also habe ich einen einminütigen Countdown angezeigt. Haha, klar. Mit dem Mittelfinger? Ich kann mir selbst nicht vertrauen, behauptete der Sänger in Bezug auf sich und seine Auftritte. Ich weiß nicht mal annähernd, was ich irgendwann machen werde. Sein Plan für den Auftritt in Russland sei eigentlich nur gewesen, die Töne zu treffen und nicht hinzufallen. Allerdings funktioniere das bei ihm oft nicht so wie geplant. Es gibt eine Blockade zwischen mir und meinem Verstand. Ich mache etwas, und 5 Minuten später denke ich mir, habe ich das jetzt wirklich gemacht? Oh ja, das habe ich. Denn der Stinkefinger gelten sollte, bleibt also weiter Robbie Williams Geheimnis. Hier erklärt Robbie Williams seinen Mittelfinger aus Rasterach 3.